Ja, herzlich willkommen. Die Corona-Pandemie stellt unsere Liebesbeziehung ganz schön auf die Probe. Manche Paare leben auf engstem Raum, andere sehen sich nur noch selten. Aber vielleicht ist das ja ganz gut so. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir unsere Liebesbeziehung auf den Prüfstand stellen. Vielleicht ist es sogar an der Zeit, dass wir die romantische Zweierkiste als solche hinterfragen und uns überlegen, wie das wohl wäre, mit mehreren Partnern zusammen zu sein. Wie das genau geht und wie befreiend wahre Liebe sein kann, darüber rede ich jetzt mit Federica Gregorato. Sie ist promovierte Philosophin sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin an der Universität St. Gallen, wo sie gerade ihre Habilitation zum Thema Liebe schreibt. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, was suchen Sie denn persönlich in einer Liebesbeziehung, in der Liebe? Was ich suche... Ich suche eigentlich nichts, was mir passiert ist, wenn ich liebe, wenn ich verliebt bin, wenn ich in einer Liebesbeziehung bin, ist, dass ich das Glauben, die Überzeugung, vielleicht auch die Illusion habe, dass diese Person, die ich liebe, mich in einer besonderen Art und Weise, in einer sehr tiefen Art und Weise sehen und verstehen kann. Und nicht nur... Also meine Geliebte, meine Freundin mich sieht und versteht mich nicht nur, was ich jetzt bin im Moment, mein aktuelles Selbst, sondern auch meine zukünftige Selbst. Und das ist eben die Überzeugung, dass diese Person mich dazu bringen kann, zu realisieren, eben meine zukünftige Selbst zu realisieren. Also sozusagen die Person, die sie liebt, versteht sie bis ins tiefste Innerste? Ihre Sehnsüchte, ihre Wunschvorstellungen, auch wer sie sein könnten. Kennt sie diese Person besser als sie sich selbst? Manchmal habe ich den Eindruck, ja. Und aber auch wichtig ist, dass diese Glaube, diese Überzeugung auch reziprok gegenseitig ist. Ja. Ich habe gleichzeitig die Überzeugung und auch die Illusion vielleicht, dass ich die Person, die ich liebe, auch so als ein einzigartiges Wesen verstehen und sehen kann, in einer Weise, die sie selbst vielleicht nicht schafft. Aber ich habe ja diese Macht quasi. Jetzt haben Sie zweimal auch gesagt, vielleicht ist das eine Illusion. Mhm. Woher weiß man das und ist das überhaupt wichtig, ob es eine Illusion ist? Wichtig ist, wenn wir Enttäuschungen vermeiden möchten. Diese Überzeugung kann sehr gefährlich sein, weil wir stellen dann fest, vielleicht, dass das nicht so ist. Mhm. Das war nicht so der Fall, dass diese Person, die ich liebte, hatte vielleicht nicht den Schlüssel zu meinem wahren Selbst. Und wenn ich dann feststelle, dass das nicht der Fall war, kann sehr schmerzhaft sein. Und andersrum, also gleichzeitig, wenn ich feststelle, nein, ich kann eigentlich diese Person eigentlich nicht verstehen. Also es gibt etwas, das, nein, und das ist auch gleichzeitig ein Leiden. Und dieser Rest an Unverständlichkeit im Anderen, ist das ein Hindernis für wahre Liebe oder braucht es das, dass man den Anderen immer noch weiter entdecken kann und er fremd bleibt auf eine bestimmte Art? Ja, das ist notwendig, dass ein Rest bleibt, dass wir in der Liebe diese Erfahrung der Fremde, der Fremdheit, des Unbekannten, wenn wir denken, wenn wir glauben, wir kennen die andere Person vollkommen, ist dann nicht mehr zu lieben. Dann ist es nicht mehr so interessant. Nicht nur nicht mehr interessant, es kann immer noch interessant sein oder man kann auch ein Gefühl von Vertrauen und von gegenseitiger Unterstützung sein, aber es gibt nicht mehr das ist nicht mehr diese Art von, ich würde sagen, erotische Liebe. Also erotische Liebe im Vergleich zu anderen Formen der Liebe. Ja? Es gibt verschiedene Typen, es gibt verschiedene Formen der Liebe, aber diese erotische Liebe, von der ich am Anfang gesprochen habe, braucht das Fremde, braucht das Unbekannte. Die Alterität, manche würden sagen. Mhm. Die Tatsache, dass die andere
Was auch eben bedeutet, dass die andere nicht zu kontrollieren ist. Nicht zu kontrollieren ist, ja. Der Psychoanalytiker Erich Fromm hat in seinem Weltbestseller «Die Kunst des Liebens» gesagt, dass die Liebe es schafft, das Grundproblem unserer menschlichen Existenz zu lösen, kann man fast sagen, nämlich die Einsamkeit. Mhm. Jetzt das, was Sie sagen, spricht aber so ein bisschen dagegen. Nämlich, dass die geliebte Person, dass ich mit der nicht verschmelze und so eine Einheit bilde, Geborgenheit spüre, sondern irgendwie auch immer das Anderssein erfahre vom anderen. Ja, ich würde nicht so vieles an der Liebe erwarten. Wenn die Liebe die Lösung aller unserer Probleme sind, kann nicht sein. Also das ist zu emphatisch, zu optimistisch. Und das setzt auch eine Konzeption der Liebe voraus, wobei Liebe nur eine positive Kraft ist, unsere Existenz. Und ich denke, Liebe ist, oder kann so wo, ist im Grunde ambivalent. Grundsätzlich ambivalent, kann eine fantastische Erfahrung sein, aber auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung sein, wo wir uns verlieren. Eben auch vielleicht in dieser Symbiose, Fromm spricht. Mhm. Es gibt immer wieder Momente von Verschmelzung, von Symbiosen, von Einheit, die aber sich nicht erhalten können. Mhm. Haben Sie eine Definition dessen, was Liebe ist? Ja, das hat mit dem, was ich am Anfang gesagt habe. Liebe ist eben diese Anerkennung, dieses Bewusstsein von der anderen Person als ein einzigartiges, spezielles, uniques Wesen, das auch verletzlich ist in einer besonderen Art und Weise. Und indem ich diese Person anerkenne und sehe, werde ich auch eben diese Verletzlichkeit annehmen und da entwickle ich den Bedürfnis selbst, dass ich mich um diese Verletzlichkeit kümmere und dass ich eben ein Faktor bin. Aber ist das bei Freundschaften nicht auch so? Also dann sehe ich doch die Freundin oder den Freund auch als individuelles, einzigartiges Wesen und ich kümmere mich um ihn, sorge mich darum, fühle mich verstanden. Ja, das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Ich würde behaupten, es gibt keine grundsätzliche philosophische, also es gibt kein philosophisches Argument, das erotische, leidenschaftliche, sexuelle Liebe von Freundschaft unterscheiden kann. Wenn ich am Anfang gesagt habe, wenn ich verliebt bin, habe ich den Eindruck, diese Person sieht mich in einer Weise, die andere, die mich nicht lieben, nicht sehen können. Das ist genau, also meine Freundin, meine beste Freundin, mein bester Freund hat genau diese Macht. Also ich würde sagen, es ist schon eine Macht, dass Freundinnen und Freundinnen und Partner. Also dann würden Sie sagen, diese körperliche Intimität, diese erotische Komponente, die ist eigentlich für die Liebe irrelevant. Also Liebe gibt es sowohl in Freundschaften als auch in einer erotischen Partnerschaft. Und als Liebe unterscheiden sich die beiden nicht, sondern es kommt einfach im einen Fall vielleicht noch sexueller Kontakt dazu. Ja, Sex ist eine fantastische Art und Weise, um sich zu sehen, um sich zu verstehen. In der sexuelle Begegnung öffnet man sich und gibt es eine Offenbarung, ja, von den eigenen Wünschen und also nicht nur körperlicher Natur, sondern allgemein. Also Sex ist quasi ein Weg zu diesem wahren Selbst, also zu verstehen, was die andere Person wirklich ist und noch werden kann oder sein könnte. Aber das ist nicht der einzige. Also es gibt andere Arten von Intimität, von Nähe, die genau diesen Weg anbieten oder diese Tour anbieten zu Essenz. Es ist interessant, also Liebe macht aus ihrer Sicht nicht blind, sondern im Gegenteil, macht uns sehend. Also wir sehen die andere Person dann besser. Ja. Und das ist keine Illusion eben. Ich meine, Jean-Paul Sartre, der französische Philosoph, hat gesagt, Liebe ist eigentlich ein narzisstisches
Projekt. Mhm. Der Partner idealisiert mich selbst und ich sehe mich als perfekte Person, als ganz wichtige Person in seinen Augen und so weiter. Das würden ganz sagen, im Gegenteil. Sind nicht die perfekte, nicht die Perfektion, die gesehen und geliebt wird. Im Gegenteil, die Schwäche, die Mangel sind diejenigen, die eine Liebespaar oder Freunden bewegen. Und diese Mängel, diese Schwächen, die nimmt man so, wie sie sind, die andere Person, oder versucht man in einer Liebesbeziehung auch am anderen zu arbeiten und an sich selbst zu arbeiten? Was ist da Ihr Ideal? Nun, Arbeit ist ein Wort, das ich in diesem Kontext vermeiden möchte. Ich würde eher von Spiel, nicht Arbeit, sondern von Spiel sprechen. Mhm. Wir versuchen eben nichts zu tun in der Liebe. Wir versuchen loszulassen. Wir versuchen nicht Ziele zu erreichen. Wir versuchen einfach zu sein. Und trotzdem macht das etwas mit uns. Ja. Es verändert uns. Ja, ich denke schon. Aber wir können uns verändern oder wir verändern uns, weil wir eben aber versuchen, uns nicht zu verändern. Wenn wir uns akzeptieren, wie wir sind. Und das schafft fast einen vertrauten Raum, in dem wir dann besser untersuchen können, was wir sehen, was wir wollen, was wir genau wollen, auch gegen vorherrschende, gegebene soziale Imperativen. Wir versuchen, weil wir uns so gut fühlen in dieser Liebesbeziehung, dass wir so dieses Vertrauen entwickeln, auch an uns selbst, dass wir, okay, jetzt, was will ich wirklich? Bin ich will ich was anderes erreichen? Das gibt uns auch den Mut, uns selbst zu sein und uns selbst zu entfalten, weiterzuentwickeln. Dieses Vertrauen und das Verstehen des anderen. Jetzt, Sie haben in Venedig Philosophie studiert, dort auch doktoriert, sind dann später nach Frankfurt gegangen und seit 2015 jetzt in St. Gallen, wo Sie über die Liebe sich habilitieren. Ich habe das gesagt, seit 5, 6 Jahren beschäftigen Sie sich intensiv mit dem Thema Liebe aus philosophischer Sicht. Hat das Ihre Art zu lieben noch mal verändert, diese intensive Auseinandersetzung mit dem Thema? Das ist keine einfache Frage. Ich muss sagen ja, weil ich natürlich eine Konzeption der Philosophie verteidigen will, wo die Philosophie auch einen Einfluss auf das Leben hat. Die Art und Weise, in dem so eine Theorisierung beliebe mich auch, also meine Praktiken so verändert hat, ist nicht so einfach. Oder noch nicht, vielleicht sollte noch 110 Jahre. sicherlich hat das Philosophieren mir die Begriffe, die Kategorien angeboten, damit ich besser mein Leben, was ich mache, verstehen kann. Vor allem die Probleme, die problematische Seite meiner Erfahrung, also die problematischen Erfahrungen. Wenn man mit Begriffen operieren kann, versteht auch besser, was passiert ist, was schiefgelaufen ist, was noch hätte anders sein können. Aber natürlich hat die Philosophie nicht nur diese therapeutische Funktion. Die Philosophie ist auch Selbstreflexion und kontinuierliche Bezweiflung. Also das Philosophieren schafft immer neue Zweifel. Und wenn man immer wieder auch ihre eigenen Beziehungen bezweifelt und Frage stellt, weiter untersuchen will, ist natürlich auch sehr anstrengend. Aber ja, das... Trotzdem lohnend, würden Sie sagen? Da bin ich nicht sicher. Okay. Aber ja, eine Sache, wo ich tatsächlich froh bin und dankbar bin, dass ich über dieses Thema philosophiere, ist, dass ich, das hat mich dazu gebracht, mit den Leuten, die ich liebe, mit meiner Geliebten, mit meiner Freundin, auch darüber zu philosophieren, auch wenn sie auch nicht Philosophinnen und Philosophen sind. Das heißt, die Konversation, die Diskussion über Liebe ist Teil
der Beziehung selbst geworden. Und schön, das finde ich schön. Sehr schön. Mhm. Ja. Ich denke nicht, dass die Analyse oder das Begreifen mit Begriff, also die Begriffen zerstören eine Erfahrung oder Gefühle. Also ich denke im Gegenteil, Gefühle, Emotionen werden verstärkt, intensifiziert, wenn man sie reflektiert. Man nimmt sie vielleicht auch differenzierter wahr und dann kann dann irgendwie differenzierter fühlen, indem man gewisse begriffliche Unterscheidungen auch macht. Ja, also zu viel differenzieren ist manchmal eben ist vielleicht ein bisschen entfremdend oder fragmentiert die Erfahrung, die dann nicht mehr als Ganze gesehen werden kann. Das könnte vielleicht also noch zusätzlich anstrengend sein und etwas vielleicht, also uns vielleicht von der Magie der Erfahrung berauben. Aber Können Sie sich daran erinnern, wie Sie auf dieses Thema gekommen sind? Welche Frage am Anfang stand? War das eine philosophische Frage, eine akademische Frage oder eher aus dem persönlichen Leben? Komischerweise war eine philosophische Frage und das war eine Frage, die Frage, was ist Macht? Was ist soziale und politische Macht? Ich wollte am Anfang über den Begriff der Macht habilitieren in verschiedenen Autoren. Macht als eine gute Sache, Macht als eine schlechte Sache, Macht als eine als Eröffnung von Möglichkeiten, aber Macht auch als Beherrschung, als Unterdrückung, als Ausbeutung. Aber ich wollte nicht jetzt so Macht, wie so viele gemacht haben, allgemein also auf sozial und philosophischer Ebene untersuchen. Ich wollte auf Mikroebene, auf der Ebene des Alltags. Die Macht im Alltag, in der Liebe, in Liebesbeziehungen. Ja, und dann habe ich, ja, also Liebesbeziehungen sind Machtbeziehungen schlechthin. Auch im idealen Fall einer Liebesbeziehung sind es Machtbeziehungen. Im idealen Fall, weil eben Macht mag auch eine positive Kraft sein. So, ich würde sagen, allgemein Macht ist die Fähigkeit, etwas zu ändern, also eine Veränderung zu verursachen. Mhm. Und die Veränderung kann sowohl positiv als auch negativ sein. Mhm. Eine Veränderung mag zu Erschließung von Chancen und zu Kreation neuer Dinge, neuer Ideen. Mhm. Aber Macht kann auch schließen und bedrücken und unterdrücken. Und die Liebe hat eine ungeheure Macht. Wir erleben das alle, wenn sich unsere Freunde neue Partner finden, sich verlieben, dann verändern sie sich auch immer ein bisschen. Und auch diese Gefühle, die im Spiel sind, haben eine sehr große Macht. Für Sie aber ist Liebe, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern eine Beziehung. Sie haben von Anerkennung gesprochen und so. Richtig. Ist kein Gefühl. Ist kein Gefühl. Naja, gut, weil in einer Liebesbeziehung entstehen eine ganze Menge von Gefühlen. Scham ist konstitutiv für eine Liebesbeziehung. Mhm. Angst, Freude, Glück natürlich, aber auch Angst, Furcht. Aber trotzdem muss doch diese Zuneigung, dieses Gefühl da sein, weil all das, diese Anerkennung der Singularität des anderen, das kann ja, angenommen, ich bin 10 Jahre glücklich zusammen mit jemandem, dann verblassen diese Gefühle, sie verschwinden. Dann kann ich die andere Person ja immer noch anerkennen, mich um sie sorgen, aber es fehlt doch etwas. Was denn? Dieses Verlangen, nah bei der anderen Person zu sein, vielleicht einfach. Dieser Zug hin zu anderen Personen. Ja, aber man hat wenn man noch das Gefühl oder die Überzeugung hat, dass diese Person noch eine Funktion haben kann, noch eine diese Rolle spielen kann, noch diese Macht auf mich hat, weil diese Person, auch wenn ich nicht dieselbe sexuelle Attraktion habe, weil davon haben Sie gesprochen, ne? Also wenn auch diese Attraktion, dieser Drang, diese
Gefühl, notwendigerweise muss ich mit dieser Person zusammen, also intim sein, auf einer körperlichen Ebene, auch wenn das nicht mehr zu spüren ist, bleibt immer noch oder kann, mag immer noch bleiben. Es gibt keine Garantie, aber kann immer noch bleiben die Vorstellung, die starke Vorstellung, und diese Person hat ja den Schlüssel zu mich selbst. Ja, und Sie haben davor richtig gesagt, das ist eben, in der Liebe wird man nicht blind, im Gegenteil. Sieht man besser. Jetzt gibt es ja viele Soziologen, etwa Niklas Luhmann, die haben gesagt, die Liebe, so wie wir sie heute kennen, ist eine Erfindung, ein Erbe der Romantik. Stimmt denn das? Wie sehen Sie das? Hatten die Leute davor im Mittelalter andere Gefühle, kannten diese Art von Liebe nicht, die wir heute kennen? Auch wenn eine Erfindung ist, ist eine tolle. Ist eine tolle Erfindung. Ja, also die, und was ich vorher gesagt habe, war sehr romantisch, ehrlich gesagt. Ich was, so die Konzeption der Liebe, die ich verteidigt habe, präsentiert habe, ist eine romantische Konzeption. In der Moderne ist eben die Idee entstanden, dass in der Liebe ist das Individuum, das im Zentrum steht. Und die Gefühle des Individuums müssen auch auf sozialer Ebene anerkannt werden. Sie haben ein Gewicht, die müssen in Betracht gezogen werden, auch wenn man die ganze Gesellschaft organisiert. Und das bedeutet auch, dass die Gefühle, die Emotionen des Individuums und was sie zusammen machen wollen. Und auch diese soziale Sprengkraft, also bei Romeo und Julia zum Beispiel, oder zwei Familien, die nicht irgendwie zusammen sein dürfen, da gibt es diese beiden Individuen, die einfach nicht anders können. Auch diese Notwendigkeit des Gefühls, die irgendwie die sozialen Normen und Grenzen einfach durchbricht. Ganz genau. Und interessanterweise, wenn wir Romeo und Juliet lesen, wir erfahren nicht nur diese soziale Transformation, also da erfahren wir vielleicht das erste Mal, also nicht das erste Mal, aber wie Familienbeziehungen, soziale Beziehungen anders organisiert werden können, da eben das romantische Gefühl muss der Grund, um eine Ehe, um einen Vertrag zu schließen, nicht Sozialimperativen, Familienimperativen, sondern was die Individuen führen. Und da gibt es schon einen gesellschaftlichen Wandel dargestellt in paradigmatischer Art und Weise. Aber was wir da lesen, ist auch die Entwicklung, die Transformation der Individuen. So Juliet vor allem am Anfang der Geschichte ist ein Teenager, ist ein Mädchen, das einfach Spaß haben will. Und sie geht zu dieser Party am Anfang und sie will einfach tanzen und küssen und Spaß haben. In 3 Tagen wird sie zu einer erwachsenen Frau, die sehr stark ist, die autonome Entscheidungen treffen kann. Und sie wird so zu einer autonome, starke, mächtige Frau, weil sie diese Erfahrung mit Romeo gemacht hat. Da haben wir auch die transformative Macht der Liebe sehr schön dargestellt. Diese Romantik, das romantische Ideal hat aber auch seine Schattenseiten. Es hat nämlich sehr hohe Erwartungen. Und das ist auch etwas, das der Philosoph Alain de Botton betont hat hier in der Sendung. Wir hören ihn mal kurz zu. Der Romantizismus gaukelt uns vor, Liebe sei einfach. Wahre Liebe sei ein Gefühl, das man plötzlich für jemanden empfinde und das genügend stark sei, um uns durch das ganze Leben zu tragen. Man müsse nur die richtige Person finden, dann sei alles perfekt. Man habe ein vollkommenes Liebesleben und wunderbare Kinder, die einfach zu erziehen seien. Man streite sich nie und so bleibe es bis zu unserem Todestag. Die meisten wissen, dass das nicht stimmt, doch sie fühlen sich deshalb schuldig, traurig und allein. Denn die meisten wünschen sich eine langfristige Liebesbeziehung. Aber die Liebesgeschichten, die wir kennen, gehen nicht über die ersten 2 Monate hinaus. Alle Popsongs und Filme handeln von der ersten Verliebtheit. Ja, Romantik, das ist etwas für die ersten 2 Monate, aber danach braucht es irgendwie Pragmatismus. Mhm. Sehen Sie das ähnlich? Ich bin nicht, also erstmal, ich bin nicht einverstanden, dass
dass, also diese Vorstellung, dass alles perfekt, wenn man sich verliebt sein wird, ist verrückt. Ist, wenn man sich verliebt, ist eine Katastrophe. Es ist sehr anstrengend zu machen, was ich davor gesagt habe. Sich versuchen zu kapieren, zu verstehen, was wir sind, was wir sein wollen, in welche Richtung wir auch zusammen als Paar zum Beispiel gehen wollen. Das ist eine, ich wollte nicht Arbeit sagen, aber es ist anstrengend. Ja. Ist nicht harmonisch, ist nicht perfekt und muss auch natürlich nicht für die Ewigkeit sein. Das kann auch für ein paar Monate, für ein Jahr sein. Und das ist schon, das macht schon eine sehr wertvolle Erfahrung gewesen sein. Mhm. Die Art von romantischer Liebe, die er spricht, ist natürlich eine sehr gefährliche Vorstellung. Mhm. Dieses perfekte Bild, das alles irgendwie ewig mit derselben Person und vor allem einfach und perfekt mit perfekten Kindern. Da kann man nur scheitern. Mhm. Ja. Jetzt ist Liebe ja etwas, in einer Liebesbeziehung, denke ich zumindest, macht man sich auch abhängig in gewisser Weise von einer anderen Person. Und in einer Zeit wie der heutigen, wo die Autonomie, die Selbstbestimmung so ein hoher Wert ist, ist das auch besonders schwierig, sich so abhängig zu machen. Sie sagen überraschenderweise, Liebe ist eine Erfahrung nicht der Abhängigkeit, sondern der Freiheit. Mhm. Können Sie das erläutern? Ja, die Freiheit aber kommt aus der Anerkennung und aus der Wertschätzung der Abhängigkeit. Mag ein Widerspruch als Widerspruch klingen, aber das ist, was ich ein bisschen sagen will. Also was ich am Anfang gesagt habe, wenn ich mich verliebe, habe ich den Eindruck, den starken Eindruck, diese Person hat diese super wichtige Rolle für meine Selbstverwirklichung. Ja. Ich hänge von dieser Person ab, weil wenn diese Person nicht gäbe, könnte ich mich nicht selbst verwirklichen. Das schafft eine enorme Abhängigkeit. Das klingt aber jetzt so ein bisschen egozentrisch. Der andere ist Mittel zum Zweck, damit ich mich selbst werden kann. Nein, so ist stimmt, es ja nicht gemeint. Ja. Weil das ist auch, das ist eben gegenseitig auch der Fall. Und es ist auch eher etwas, das passiert und nicht etwas, das irgendwie gesucht wird oder beabsichtigt wird. Ja, oder das ist nicht, die sind so unintendierte Konsequenzen hat etwas egozentrisch, stimmt, weil die Individuen machen eben diese Erfahrung, sich selbst auch zu fühlen, zu spüren in einer Weise, die in andere Beziehungen nicht machen, ja? Also die werden wie zu sich selbst. Und das ist diese Befreiung, dieser Freiheitsaspekt. Und das ist eine Befreiung, wenn alles gut aber klappt, ja? Wenn das nicht alles gut klappt, ist Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeit ist eben die Basis, die Grundlage der Macht. Das heißt, diese Freiheit, die wir da gewinnen können, wo wir uns auch befreien können. Also Freiheit bedeutet, ja, es gibt verschiedene Konzeptionen der Freiheit. Freiheit bedeutet meiner Meinung nach nicht einfach tun zu können, alles, was man will. Freiheit bedeutet, dass ich wirklich verstehe, was wichtig für mich ist, welche meine Werte sind, welche meine wirklich wichtigen Projekte sind. Und ich verwirkliche die, ich versuche die zu realisieren. Und ich kann das machen nur mit der Hilfe, also in Beziehung mit anderen, unter anderem mit den Leuten, die ich liebe. Das ist Freiheit, Selbstverwirklichung, die eben aber eine Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis voraussetzt. Genau. Und da sind meine Freunde, meine Freundinnen wesentlich für diesen Prozess. Aber es ist riskant, weil es gibt keine Garantie, dass die tatsächlich bereit sind, mich zu begleiten in diese Reise. Und die sind auch nicht, und vielleicht wollen auch nicht, dass ich sie begleite. Ja, weil man könnte ja auch jemand werden, der dann nicht mehr geliebt wird von der anderen Person durch diese Veränderung. Ja, das kann passieren. Ja. Das braucht auch viel Mut, das zuzulassen. Ja. Und noch vielleicht ein Wort zu Selbstzentriertheit, zum Egoismus. Dieser Prozess gelingt mir nicht, wenn ich nicht
dasselbe tun kann für die andere. Wenn ich nicht eben bereit bin, ein Faktor zu sein in der Selbstverwirklichung, meine beste Freundin wird auch nicht, mir auch nicht möglich. Wie schützt man sich denn ganz konkret in der Liebe vor dieser Idealisierung des anderen, auch vor so starren Rollenbilder, die man dann schnell mal einnimmt und vielleicht auch von einer Art von Regression, dass man wieder zurückgeht in diese Geborgenheit, so kindliche Verhaltensmuster vielleicht kommen. Das passiert ja. Ja. Wie schützt man sich? Oder darf man das auch zulassen? Man kann ja auch sagen, das ist ja auch gut. Es ist ein geschützter Rahmen, ich kann da endlich auch mal irgendwie... Also ist nicht zu vermeiden, muss aber, diese Erfahrungen müssen aber auch kompensiert werden von Erfahrungen von Unabhängigkeit. Dass die Unabhängigkeit, die Autonomie, die man zurückgewinnt. Mhm. Und, aber der Paradox ist, dass man eben auch autonom und unabhängig werden kann, weil die andere Person auch mir geholfen hat und dazu gebracht hat, autonom und unabhängig zu werden. Mhm. Und diese, das ist eine Balance oder das ist ein Tanz zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Und wenn dieser Tanz so gelingt, ist dann Freiheit und Befreiung möglich. Tanz und Spiel, haben Sie jetzt schon gesagt. Jetzt ist es ja so, wenn man länger in einer Beziehung ist, dann kommen manchmal auch Bedürfnisse auf, irgendwie jemand anderen vielleicht kennenzulernen, intime Erfahrungen zu machen, körperliche Erfahrungen, erotische Erfahrungen zu machen. Und da ist ja sozusagen, dass die romantische Zweierbeziehung, die schließt das aus. Jetzt gibt es ja dieses Konzept einerseits einer offenen Beziehung, wo man noch Sexualkontakte hat mit anderen Personen, aber auch das Konzept, das heute viel diskutiert wird, der Polyamorie, also dass man mehrere Liebespartner hat. Und meine Kollegin Mona Fetsch hat im letzten Jahr mit einem Paar gesprochen, das Polyamor lebt, und wir hören dem Paar mal kurz zu. Ich habe zwei weitere Beziehungen, eine, die ungefähr seit gut 10 Jahre ist, mal ein bisschen intensiver, mal ein bisschen weniger intensiv. Und bin gerade seit 3 Monaten bis über beide Ohren frisch verliebt. Also, ja, das ist aktuell bei mir der Stand. Ja. Mhm. Ich habe 3 Freundinnen. Eine, die ein bisschen weiter weg wohnt. Ich wohne 300 Kilometer entfernt. Und mit ihr bin ich schon seit 2,5 Jahren zusammen. Und dann habe ich zwei ein bisschen frischere Beziehungen mit zwei Frauen aus der Zentralschweiz. Ja, also da kommt doch schon einiges zusammen. Wie hat es denn angefangen? Ihr kennt euch ja eben auch schon, seit ihr Teenager sind. Mit 18 haben wir uns kennengelernt und sind auch die ersten Partner gegenseitig für uns beide. Und das war am Anfang natürlich gar kein Thema, aber so nach 4-5 Jahren haben wir beide gemerkt, es gibt noch so viele interessante Leute und so ein bisschen Lust auf fremde Haut bekommen. Oder? Und wir haben gemerkt, wir wollen eigentlich zusammenbleiben. Wir haben uns dann überlegt, was für Möglichkeiten es so gibt. Wir haben es geliebt, wir haben es unglaublich gerne. Und dann sich zu trennen, um andere Erfahrungen zu machen, das ist irgendwie völlig schräg. Es hat irgendwie überhaupt nicht gestimmt. Da sind wir dort auf die Idee gekommen, miteinander fremd zu gehen. Am Anfang war es wirklich auch körperlich. Also es ging wirklich darum, gegangen, fremde Haut zu spüren. Aber das hat sich dann stark verändert mit der Zeit. Ja. Weil wir einfach gemerkt haben, das ist für uns zumindest, das mag für andere wieder anders sein, ist es zu wenig. Also es ist zu oberflächlich vielleicht auch. In diesem Zeitraum haben wir sehr, sehr viel miteinander geredet. Was passiert jetzt mit mir? Weil da ist jetzt empfinde ich etwas anders als vorher, wo es nur ums Körperliche gegangen ist. Und dann haben wir uns wieder abstimmen, wie stimmt das eigentlich? Ja, man kann das gut verstehen, dieses Bedürfnis, aber es klingt auch sehr kompliziert. Also es stellen sich dann viele Fragen. Nicht bei Ihnen. Sie scheinen sehr glücklich zu sein. Ja, gut, okay. Aber die Frage, mit wem feiere ich meinen Geburtstag, mit wem gehe ich ins Konzert, mit wem wohne ich und so weiter, das sind alles Entscheidungen, die man jeden Tag für Tag fällen muss wahrscheinlich. Ist dieses Konzept der Polyamorie, wenn ich Sie fragen darf, etwas, das für Sie prinzipiell in Frage kommt? Oder können Sie sich das überhaupt nicht vorstellen? Ja. Es ist natürlich schwierig, sich mit diesen Themen theoretisch zu befassen, ohne
auch die Idee, also das, oder ohne zu wollen, das auch ein bisschen anzuwenden oder gucken auf, wie das auch praktisch, wie praktisch möglich ist oder nicht, wie praktisch funktionieren kann und welche Probleme und welche praktische, konkrete, aber auch theoretische Probleme da entstehen. Ich habe diese Geschichte, also dieses Paar ist natürlich sehr schön zu hören, dass sowas möglich ist und dass sie sowas schaffen, dass sie glücklich sind. Aus philosophischer Perspektive ist vielleicht noch interessanter, sich aber aus den Problemen, aus den Schwierigkeiten Wo sehen Sie das Hauptproblem? Es gibt eine ganze Menge von Problemen. Das Hauptproblem. Die Zeit. Die Zeit. Also wir leben heute in einer sehr kompetitive, akzelerierte Gesellschaft, wo wir uns bemühen, die ganze Zeit, uns darzustellen in einer besonderen Art und Weise, zu produzieren, also Artikel oder Waren oder Leistungen. Wir arbeiten die ganze Zeit. Wir sind mit dem Markt beschäftigt die ganze Zeit. Unsere Karriere ist uns alle sehr wichtig geworden, Frauen auch. Solche Experimenten brauchen aber viel Zeit. Eine Zeit, die nicht kapitalisiert werden kann. Eine Zeit, die nicht einen Wert für die Wirtschaft vielleicht hat. Mhm. Und das ist vielleicht die Hauptschwierigkeit, um zu planen eben und zu verstehen, okay, welcher Geburtstag, Weihnachten, Reisen, wie organisieren wir das? Das bedarf auch sehr viele Gespräche, sehr viel. Das haben die beiden ja auch gesagt, dass sie viel miteinander reden müssen. Ja, viel reden, viel leiden, viel dabei sein, damit wir die Leiden zusammen verarbeiten. Mhm. Und was ist Zeit. Eifersucht haben Sie jetzt nicht genannt. Das wäre jetzt bei mir das Erste, was kommt. Eifersucht. Dass man irgendwie eifersüchtig ist, wenn man weiß, die Partnerin ist jetzt noch mit 3 oder 4 anderen zusammen und erlebt da schöne Dinge. Viele von uns haben, glaube ich, nicht dieses Besitzdenken, aber diesen Einzigkeitsanspruch, dass die andere die Einzige ist oder ich der Einzige bin für die andere. Ja, ja, gut. Die Vorstellung, dass Liebe, auch romantische oder leidenschaftliche Liebe, exklusiv ist, dass die ist eben eine von diesen Normen, die vielleicht nicht unbedingt gut begründet sind. Also warum denn? Muss ich die Einzige sein? Und wenn man dann aber ist, Leuten, die Poly-Experimente, also die ein polyamoroses Leben führen möchten, sind eifersüchtig. Die empfinden Eifersucht. Ihre Entscheidung ist aber, oder die Entscheidung ist, dass Eifersucht aber nicht ein Grund ist, um bestimmte Gefühle zu blockieren, zu unterdrücken. Mhm. Nicht, oder die Untersuchung von anderen möglichen Beziehungen zu stoppen. Eifersucht ist ein sehr schwieriges Gefühl, verursacht viele Schmerzen. Aber lass uns sehen, worum genau geht es. Ja. Und ist das Ziel, dass die Eifersucht verschwindet irgendwann? Oder bleibt die dabei und das ist auch okay so und die braucht es? Manchmal, es gibt in der Poly-Community, in der Poly-Gemeinschaft dieses Wort Compassion. Mhm. Compassion ist, wenn man glücklich sein kann, weil ich habe Compassion, weil ich glücklich bin, weil mein Partner glücklich ist mit einer anderen Partnerin. Das ist das Ziel wäre, das Ideal wäre, Eifersucht ins Compassion zu verwandeln. Ich meine, mit den eigenen Kindern kennt man das ja. Also, und mit Freunden. Mit Freunden auch, genau. Obwohl nicht immer. Manchmal bin ich auch eifersüchtig, wenn meine beste Freundin sich entscheidet, eine Reise zu machen mit anderen und nicht mit mir. Und, aber in unserer Gesellschaft ist eben akzeptiert. Aber dann ist es diese erotische, diese körperliche Komponente, die eigentlich das Problem ist. Ja,
Also ich möchte nicht, dass die andere, meine Frau oder meine Partnerin... Aber warum nicht? Und Sie sagen, das ist philosophisch schlecht zu begründen. Vielleicht gibt es andere Gründe, die aber nicht mit die nicht mit der Sexualität der anderen Person zu tun haben. Zum Beispiel, wenn man sich überlegt, okay, warum bin ich jetzt genau eifersüchtig? Was steckt da hinten? Es vielleicht ist eine narzisstische Kränkung, würde ich sagen. Doch. Also oder es gibt gute Gründe, warum ich mich unsicher fühle. Oder ich Verlustängste habe, die mit meiner Geschichte zu tun haben, mit meinen Traumata zu tun haben. Und die sind vielleicht auch nicht unbedingt narzisstisch. Die, die stehen schon im Zentrum meiner Persönlichkeit oder meines Lebens und ich muss damit umgehen. Aber die Tatsache, dass die Person, die ich liebe, auch jemand anderen liebt, hat nicht unbedingt. Also wenn die Person, die ich liebe, zu lieben, wäre das vielleicht nicht die Lösung von meiner Unsicherheit und von meinen Ängsten. Aber wenn jetzt jemand einfach diese Sicherheit sucht und auch diese Zweisamkeit sucht, kann man dieser Person irgendeinen Vorwurf machen, weil dieses Bedürfnis irgendwie schlecht begründet ist, philosophisch? Ein Vorwurf, warum? Sie haben ja gesagt, man kann eigentlich philosophisch gar keine wirklich guten Gründe anführen, warum man jetzt nur eine Person lieben sollte oder liebt. Warum die Liebe nicht viel weiter sein soll, wie bei Freundschaften oder bei den Kindern. Wenn man drei Kinder hat, sagt man auch, ich liebe nur eines davon, sagt man, ich liebe alle drei. Ja. Manchmal gibt es natürlich es gibt Gefühle oder Ängste oder Bedürfnisse. Ja. Also es gibt Bedürfnisse und Wünsche, die auch keine Erklärung haben und man muss die auch einfach akzeptieren. Und wenn eine Person, die mich liebt, kann nicht akzeptieren, dass ich auch Liebesbeziehungen außerhalb unserer Hauptbeziehung, dann ist natürlich eine Entscheidung, die ich treffen muss. Aber erstmal ist es sehr wichtig, darüber zu reden und nicht einfach, okay, ich bin eifersüchtig, that's it. Das Ende des Gespräches. Ja. Man kann schon vielleicht am Ende eines Gespräches dann schon feststellen, okay, das ist ein Modell, das für mich nicht funktionieren kann, aus verschiedenen Gründen, aber egal, welche die Gründe sind oder vielleicht auch ohne Gründe, aber das ist wirklich nicht, was ich will, dann ist klar. Jetzt ist es ja so, die Liebe wird oft als großes Rätsel beschrieben. Ja. Man weiß sehr wenig und es gibt einen schönen Satz des Philosophen Robert Spähmann, der mal gesagt hat, wer auf die Frage, warum er diesen Menschen liebt, eine Antwort geben kann, der liebt noch nicht wirklich. Mm. Sehen Sie das ähnlich oder glauben Sie, man kann irgendwie begründen, herausfinden, warum man jemanden liebt oder was man an dieser Person liebt? Ja, ich denke, ich bin schon damit einverstanden. Nochmals, das ist eine romantische Vorstellung, dass es gibt etwas in der Liebe, die außerhalb der Vernunft ist. Ich würde das aber, ich würde diese romantische Vorstellung schon verteidigen. Es gibt ein Lied, das von Jim Reeves, ich denke, I Love You Because. Und in diesem Lied werden viele Gründe gegeben, sehr viele gute Gründe gegeben. Und dann am Ende wird gesagt in der Refrain, I love you for 100.000 reasons, but most of all, I love you because you are you. Ja. Und das Lied wurde auch von Johnny Cash. Das ist philosophisch eine sehr, sehr gute... Man liebt eben nicht bestimmte Eigenschaften, kann man auch vereinfachend sagen, sondern die Person selbst, ist immer als die Summe der Eigenschaften. Ganz genau, Jetzt bei der Liebe spielt ja auch die Biologie, die Biochemie eine große Rolle, gerade am Anfang. Es gibt ja irgendwie Studien, die zeigen, dass wir uns riechen können oder nicht. Etwa die Immunsysteme müssen komplementär sein. Dann gibt es Untersuchungen von Helen Fischer, einer Anthropologin, über Hormone, die wichtig sind. Wie viel Biologie steckt denn in der Liebe aus Ihrer Sicht? Viel. Ja? Ja, ich finde diese Untersuchungen ganz interessant.
viele Philosophinnen und Philosophen würden sagen, Liebe, wie auch, was Sie, Sie haben Luhmann zitiert, Liebe ist eine soziale Konstruktion, ist eine soziale Code, eine Codierung. Ich denke nicht nur. Es gibt auch diese impulsive, ich würde die also affektive und impulsive Komponente nennen, weil ich mich nicht mit diesem Vokabular von Neurowissenschaft bekannt bin, aber ich würde von affektive, impulsive Komponente, die noch nicht von der Gesellschaft kontrolliert oder formiert sind. Und die können auch tatsächlich eine Sprengkraft haben. Eine Sprengkraft haben. Oh, zum Beispiel, wenn ich anhand von dieser chemischen Reaktion erklären kann, ja, ich liebe so zwei Personen gleichzeitig, weil mein Gehirn funktioniert irgendwie, hat dieselbe Reaktion mit dieser Person, aber auch mit der anderen. Das ist interessant. Also Liebe ist eine Erfahrung der Freiheit, der Befreiung, aber am Anfang steht vielleicht eine Unfreiheit, nämlich einfach ein Zufall oder Biologie. Ja, ja, aber ich, meiner Meinung nach ist die Erfahrung der Freiheit eine Erfahrung, ist ein Prozess. Es ist nicht so einfach, okay, ich bin jetzt frei und das war's. Mhm. Ich werde frei. Mhm. Und ich werde frei, auch indem ich zum Beispiel diese neuronale Prozesse erkenne und spüre. Und ich bin davon bewusst, dass ich denen ausgeliefert bin und ich mache mit. Mhm. Und dann natürlich gibt es auch dann aber natürlich eine Komponente der Entscheidung, weil ich entscheide, okay, ich fühle das ist, ich kann nichts dagegen, das ist, was in meinem Gehirn passiert, aber gut so. Ich mache mit oder ich steige. Ja, ja. Mhm. Aussteigen ist nicht immer einfach, aber... Genau. Ja, aber manchmal diese Erfahrungen, die wir nicht kontrollieren können, sind eben auch diejenigen, die uns vielleicht dazu bringen, bestimmte Konventionen in Frage zu stellen. Also eben zum Beispiel die Konvention der Monogamie. Mhm. Ich mag überzeugt sein, dass das richtige Modell, das richtige Vorbild ist ein monogamisches Paar, das ist besser so. Und manchmal muss ich feststellen, wegen was ich so körperlich auch erfahre, dass es nicht der Fall ist. Und das könnte mich dazu bringen, dieses Modell in Frage zu stellen. Also nicht allein, also natürlich in Gespräche mit anderen. Jetzt leben wir heute in einer Zeit der Multi-Options-Gesellschaft. Wir haben sehr viele Optionen, wie das der Schweizer Soziologe Peter Gross gesagt hat. Und das ist auch in Sachen Liebe so. Also wir kennen diese Dating-Apps wie Tinder zum Beispiel, diese Partnervermittlungsseiten wie Parship. Und manchmal fühlt es sich ein bisschen an wie im Supermarkt. Zumindest sagt das die Soziologin Eva Illus. Und wir hören ihr mal kurz zu. Heute können Sie mit jedem Sex haben, mit dem Sie Sex haben wollen. Mit so vielen Partnern, wie Sie möchten und unabhängig vom Geschlecht. Wer also der Liebe begegnen oder einen Partner finden möchte, ist mit einem Angebot konfrontiert, als befände er sich in einem riesigen Supermarkt mit unendlich vielen Waren. Deshalb habe ich diese Analogie hergestellt zwischen der Partnersuche und dem großen Markt der Möglichkeiten. Ja, wird der Mensch zu einer Ware auf einem Liebesmarkt heute? Nein. Erstmal, weil ich finde nicht, dass wir so viele Chancen haben. Wir sind immer noch von sozialen Normen beeinflusst. Und die sozialen Normen sind sexistische, aber auch rassistische Normen, die uns leider dazu bringen, nur bestimmte Körper mit bestimmten Charakteristiken attraktiv und sexy zu finden. Es gibt auch Studien, die zeigen, wie Racial Profiling zum Beispiel in Dating-Apps schon eine Rolle spielt. Oder die Tatsache, dass wir sofort anhand von Eigenschaften
rechts swipen können oder links swipen können. Da haben, also überlegen wir uns nicht, was wir kaufen könnten. Da operieren unbewusste soziale Konditionierungen, die uns dazu bringen, nur bestimmte Leute attraktiv zu finden und andere nicht. Also, und das passiert aber also offline und online gleichzeitig. Und es gibt natürlich, ja, also wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und alles im Kapitalismus kann oder gibt es die Tendenz, dass alles zum Ware wird. Es gibt natürlich sehr viele Praktiken, die, wo wir uns jetzt bewegen, Praktiken des Liebenssuchens, des Liebensfindens, erste Dates, wo wir viele Waren konsumieren und oder Geld zu investieren, indem man so bessere Profiles haben kann auf die Dating-Apps. Es gibt all diese Praktiken, aber ob dann am Ende eine Person wählen kann, wie man eine Wahl wählt, ist, ich denke, unmöglich. Mhm. Auch weil eben wie ich oder ja wenn wir etwas suchen, wenn wir etwas Bestimmtes haben wollen, finden wir in so einem Bereich finden wir das nicht. Etwas, was wir vielleicht wollen oder was wir uns glücklich und frei machen kann, ist etwas, das leider passiert oder nicht. Sie haben diese sexistischen Normen unserer Gesellschaft erwähnt, aber auch rassistische, vielleicht auch homophobe Normen, auch Klassenunterschiede, die eine Rolle spielen, auch auf diesen Dating-Apps. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, hat die Liebe die Kraft, auch diese Normen, diese Rollenbilder zu sprengen, sie zu verändern? Nicht immer. Es gibt eine Möglichkeit, aber das ist etwas, das... Können Sie mal ein Beispiel machen, wie das aussieht? Ja, nehmen wir Grenzenpolitik, Migrationspolitik, die Leuten trennen. Ja? Und wenn wir verstehen, wie Liebesbeziehungen noch einen Wert für unser Leben haben und haben müssen, dann können, und wenn wir uns die Geschichten von Flüchtlingen und Migranten, die nicht zusammen sein können wegen politischer Entscheidungen, das könnte eine Gelegenheit sein, um kritisch solche Politiken, solche Policies zu reflektieren. Und außerdem werden schon politische Tugenden in den Liebesbeziehungen kultiviert. Nämlich? Die Fähigkeit und der Mut, mit dem Fremden, mit dem Unbekannten umzugehen, ohne Angst davon zu haben, das Schöne in dem Fremden zu sehen und um wahrzunehmen und davon zu lernen. Ja? Und nicht eben was anderes ist, was Fremde ist, einfach wegzuschieben, sondern auch uns selbst, also auch das Fremde in uns selbst, dank dieser Begegnung. Und das hat also übrigens auch mit diesem Migrationsthema zu tun. Mhm. Übrigens, ja. Also Liebe lernt uns einen neuen, besseren Umgang mit dem Fremden, im Anderen, in uns selbst. Hat eine transformierende, eine verändernde Kraft, ja, für das Individuum. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, auch für die Gesellschaft. Ja. Eine politische Sprengkraft kann die Liebe auch haben. Ja, eine andere Sache ist, dass wenn man glücklich verliebt ist, ist auch also neigt dazu, die Schönheit in der Welt, also nicht nur in der anderen Person, aber auch in der Welt selbst, in der Natur, in der, also ist auch jetzt eine kitschige romantische Vorstellung, aber die immer noch, ich denke, zu retten ist, mindestens auf einer gedanklichen Ebene. Und das kann auch etwas, also diese Fähigkeit, die Schönheit zu sehen, auch in den kleinen Dingen, in den alltäglichen Dingen, auch uns dazu ermutigen, etwas zu tun, um die Welt, ne? Eben schöner, die Schönheit in der Welt zu retten. Also das, Ich habe im Vorfeld dieser Sendung auf Facebook eine Umfrage gemacht, was die Leute interessiert. Sie haben sogar das auch angeschaut. Und eine Frage fand ich sehr spannend, nämlich ob wir ein Schulfach bräuchten für die Liebe. Ein Schulfach namens Lieben oder Liebe.
Nein. eher vielleicht Sexualität, also da gibt es schon, aber vielleicht besser, also dass wir besser unsere Körper verstehen und kennen und was eine respektvolle Umgang mit dem Körper den anderen, also darüber muss man schon, ich denke, mehr lernen, mehr in der Schule machen. Aber Liebe als Gegenstand, wir würden vielleicht diese Erfahrung zerstören. Ich habe sagen Sie, die 6 Jahre nach darüber forscht. Eben, ja, ich weiß. ich habe sehr schöne Bücher in der Schule gelesen, die ich die dann nicht mehr lesen konnte, weil ich in der Schule und nicht freiwillig. Nein, ich weiß nicht, aber ich denke, es gibt etwas Spontanes, das auch zu bewahren ist. Aber Umgang mit, also Sexualität, ist schon also da, auch aus einer Geschlechterperspektive, aus was bedeutet, Frauen zu respektieren, warum auch in der Sexualität, warum Männer auch sich verletzlich zeigen können und warum es okay ist, auch Verletzlichkeit zu zeigen. Solche Sachen, die mit der mit dem Sex zu tun haben, kann man schon mehr darüber. Mhm. Liebe ist schon ein bisschen was anderes. Ja. Mhm. Ich habe ganz am Anfang der Sendung Erich Fromm zitiert. Sein Buch heißt Die Kunst des Lebens. Würden Sie auch sagen, dass Liebe, Lieben eine Kunst ist, dass man das auch lernen kann? Ja, sicherlich ist es keine Theorie, die ich mache. Ist ja eine Kunst, eben, die auch von der Theorie gefüttert ist. Mhm. Aber es gibt eben etwas mehr und ich bezweifle auch, dass man Künstler, Künstlerin werden kann in der Schule. Deswegen, das ist vielleicht ein bisschen dasselbe mit der Liebe, ja. Dass man die Erfahrung braucht und dann aus der Erfahrung wahrscheinlich lernen muss. Ja, ganz, ganz genau. Ja. Frau Gregorato, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Ja, danke auch Ihnen fürs Mitdenken. Nächste Woche greifen wir nach den Sternen oder eher nach schwarzen Löchern. Zu Gast bei Barbara Bleisch ist der Astrophysiker Heino Falke, der mit seinem Team einen Sensationsfund gemacht hat, kann man sagen. Sie haben nämlich das erste Bild eines schwarzen Lochs geschossen. Und jetzt gleich widmen wir uns einem der verblüffendsten Entertainer unserer Zeit, dem Pianisten Chilly Gonzalez, der auch schon im Bademantel Konzerte gegeben hat. Bleiben Sie also dran und einen schönen Sonntag.